Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster im Sandbox-Mode. Ja, wie in der letzten Folge schon gesagt, werden wir heute mal wieder weitermachen. Oder werden wir jetzt mal wieder was weitermachen damit. Mit Planet Coaster, weil es gibt da so viele schicke neue Sachen, musste ich feststellen. Und ich habe überlegt, wir fangen vielleicht gerade hier oben einfach mal an. Ich muss jetzt nur gerade mal gucken, wie am geschicktesten, weil ich würde hier ganz gerne eine Gondel hochbauen, sodass wir von hier oben, also die Leute dann auch per Gondel da hoch transportieren können. So, da hinten ist Ende. Der ideale Weg wäre ja dann irgendwie hier hoch. Dann müssten wir das Gebäude erweitern. Und von woher? Idealerweise ja aus dem Märchenbereich hier. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich die da einbaue. Ist die in Schienenfahrgeschäften dabei? Muss ich jetzt gerade mal gucken. Ja, da ist er. Oder die hier. Sessellift oder Sessellift? Der wäre ja fast... Der würde mich ja fast mehr reizen. Der ist aber auch relativ groß. Wo haben wir denn da noch Platz für? Ein Dieb wurde geschnappt. Das ist schön für den Dieb. Oder wir machen das hier vom Hauptweg aus. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Dann bauen wir das hier irgendwie hin. Und fahren dann so im Bogen da hoch. Oder wir machen es allgemein von weiter weg, dass die Leute dorthin transportiert werden können. Wo haben wir denn noch Möglichkeiten? Hier hinten. Und dann mit Sessellift. Oder dann mit richtiger Gondel. Daher wäre vielleicht auch eine Gondel gar nicht so falsch. Oh, okay. Hat gekündigt, ist aber nicht nett. Wenn wir das hier hinbauen. Hier so. So, ja, das kommt dorthin. Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Jetzt müssen wir natürlich hoch. Und... Was ist das? Einfache Standardschiene, die in zwei Richtungen läuft und Wendungen ermöglicht. Ah. Aber die kann nicht hoch oder runter. Okay, mit der kommen wir hoch. So.
Das müsste von der Höhe her gut passen. Da können wir jetzt dann vielleicht auch... Kann nicht gebaut werden. Ah, hätten wir machen können. Wir waren aber nicht auf Null. So. Nee, hätten wir nicht machen können. Okay. So, die geht dann nämlich schön da oben drüber. Ja, von der Höhe her passt das, würde ich sagen. Und dann lassen wir die nämlich auch da drüber schweben. So. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie wir das hier am geschicktesten machen. Weil damit der würde ich dann gerne aufs Schloss ganz hoch. So. Kann ich eigentlich die Schienenteile auch verlängern? Tatsächlich. Dann machen wir das doch. So, dann hat man da nämlich schon einen schönen Blick hin. Hoppala. Ins Haus zimmern wir natürlich den Pfosten nicht. Aber da passt dahin. Doppelstation, Eingang rechts, Ausgang links. Eingang, Ausgang links. Ah, nee, das wollte ich noch nicht. Da müssen wir noch einen weiter. Einen zurück, wir müssen was höher. So, Eingang, Ausgang links. Da sind wir aber zu hoch. Und zu weit dort. Das müssen wir gerade ein bisschen probieren. Und dann machen wir kürzer. Nein, so war das nicht gedacht.
So, A sind wir noch etwas zu hoch. Warum zimmert er die da hinten hin? Müssen wir die hier schon hinbauen oder was? Ah, so kommen wir der ganzen Sache näher. Ja, so sieht das ganz gut aus, auch von der Höhe her. Auch wenn der da sagt rot. Durchbricht Gelände, ja. Ich muss den hier gerade mal auf fertig machen. Hier müssen wir das Gelände noch ein bisschen anpassen. So. Glätten. So. Stärke machen wir vielleicht was. So. Besser. Hier bauen wir an den Schienen weiter. Jetzt haben wir 0,8. Ist zu wenig. Wie kann hier nicht gebaut werden? Wieso nicht? So, 0,8 ist zu wenig. Machen wir mal 1,1. Ja, sehr schön. Genau so. Ganz genau so. Dann können wir da nämlich einen Durchbruch hinmachen und das Ganze hier noch mit einbinden. Dann machen wir mal fertig. Station 120 unvollständig, ach so, einen Ausgang fehlt, ne? Da haben wir einmal dort Eingang platzieren. Ist der tatsächlich auf der Seite? Ich muss ja gerade die Station noch mal tauschen. Eingang, Ausgang links, Eingang, Ausgang rechts. So. Da sind wir auch noch am Bauen, ja. Und Eingang, Ausgang haben wir hier. Dann auch rechts, ne? So, fertig.
Nein, der war richtig. Der war richtig. Ich hole Nuss. Jetzt ist die wieder falsch. So, die war links, rechts, so. Und die andere Station, die hier, war so rum. Jetzt passt's. Jetzt passt's. Hat er die jetzt wieder umgedreht? Halleluja, jetzt passt's. So, Eingang. Ausgang. So, und das Ganze natürlich mit einem Weg verbinden. Idealerweise mit dem hier. Ah ne, dem da. Entschuldigung. Dem da natürlich. Wege. Machen wir da wieder natürliche Wege. Oder machen wir da. Sowas. Machen wir hier mal sowas. Länge machen wir mal so. Passe ich da durch? Ja. Ich weiß noch gar nicht, wo der hingeht. Mit dem da hinten könnten wir verbinden. Einfach mal so. So, da haben wir mal den Weg zumindest verlegt. Den Rest müssen wir uns dann noch kümmern. So, Ausgang. Was war das? Muss das mit dem Loch da sein? Habe ich hier irgendwas mit Dings Gelände abflachen? Ne, das soll er jetzt gerade mal nicht. Okay, dann verdecken wir das irgendwie anderweitig. Kriegen wir auch hin. Hoppala, da wollte ich eigentlich noch gar nicht hin, aber mal egal.
Eingang. Ich überlege gerade, ob es nicht doch geschickter wäre, wenn wir den Ausgang dann auf dieser Seite machen. Doch wäre es. So, das heißt dann, jetzt haben wir links, links. Das heißt Eingang links, Ausgang rechts. Dann machen wir das so. Warum wechseln die Stationen dauernd? So, Eingang mit Weg verbinden. Dann nehmen wir hier mal den geschotterten, den gepflasterten. So, machen wir die Winkelausrichtung weg. So, das sollte als Warteschlange reichen. Hoffe ich doch. So viele werden damit auch nicht fahren. Zumal da ja wirklich eine riesige Menge an so Eingang. Kann ich den noch schieben? Ja, sehr gut. So, Ausgang platzieren. Den machen wir dahin. So, Eingang mit Weg verbinden. Ja. Ja. Da müssen wir jetzt ein bisschen umbauen. Da müssen wir jetzt mal umbauen. Da muss das hier weg. So, Ah, der war einzeln, okay. Bearbeiten. Den schieben wir ein bisschen. Den schiebe ich dann auch mal. Den machen wir dahin. So, und wie ich sehe, ist die Zeit schon wieder um. Deswegen würde ich jetzt einfach mal die Folge hier beenden. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir können eine kleine Testfahrt noch während der Verabschiedung jetzt mal machen. Testen. So, und damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir hier an unserer Station weiterbauen, ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.